Hallo, ich heiße Dieter, ich komme aus Schleswig-Holstein. Das ist ein Bundesland im Norden Deutschlands. Ich bin 32 Jahre alt, Sprachassistent beim Goethe-Institut hier in Czernowitz in der Ukraine. Ja, ich kann jedem Deutschen empfehlen, in die Ukraine zu kommen, weil das Land sehr interessant ist aufgrund seiner Geschichte und seiner Kultur. Und ebenso kann ich jedem Ukrainer empfehlen, nach Deutschland zu gehen, weil das Gleiche, was für die Ukraine gilt, gilt auch für Deutschland. Mein Name ist Kevin, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Halle an der Saale. Das ist in Deutschland und ich bin dieses Jahr der Assistent vom Goethe-Institut und ich bin in Kiew. Das war auf jeden Fall mein großer Wunsch, hierher zu kommen, weil ich unbedingt die Hauptstadt der Ukraine sehen wollte. Und ich diese Arbeit hier mit den ethnischen Deutschen einfach unglaublich interessant finde und auch sehr wichtig für die Zukunft. Mir gefällt besonders gut hier in Kiew, dass die Menschen so gastfreundlich sind. Das ist in Deutschland nicht immer so der Fall und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz besonders gut hier. Hallo, ich bin Sarah, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin die Sprachassistentin in Kremenchuk. Ich habe bereits im vergangenen Jahr einige Monate in der Ukraine verbracht und das hat mich mein Interesse an der Ukraine und den Menschen hier geweckt. Deshalb habe ich mich noch einmal für die Sprachassistenz in der Ukraine entschieden. Auch die Kultur ist hier sehr interessant. Ja, ich habe schon viel kennenlernen können durch meine Arbeit mit den Menschen, mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.